was ihr unsere Sportler schon immer mal fragen wolltet. Ihr habt uns über unsere Insta-Story eure Fragen eingesendet und hier neben mir steht Mo Stucky von den HK Mölderns aus Crailsheim. Und ein paar Fragen sind hier noch übrig in unserer Box. Mo, ich greife mir die erste und würde gerne von dir wissen, auf was du in deiner Ernährung am meisten achtest. Ja, während der Saison ist es bei mir so, dass ich den Magen nicht zu voll haben will bei den Spielen. Deswegen schaust du, dass du vor allen Dingen am Spieltag selbst einfach kleinere Portionen isst. Von dem Ganzen soll natürlich auch ausgewogen sein. Und ich gehe lieber ein bisschen hungriger ins Spiel als mit zu vollem Magen. Ist das was, was jeder Sportler so macht? Weil ich als Laie hätte jetzt gedacht, dass man vorm Spiel wegen Energie und so viel. Ich glaube, das ist für jeden anders. Was ich mag, okay, nur dieses Gefühl mit vollem Magen nicht. Ja. Wenn ich dann doch irgendwie beim Spiel das Gefühl habe, gut, ich bräuchte noch irgendwas, dann kriegst du noch einen Powerriegel, ja, oder eine Banane. Wie oft und wie lange trainiert ihr am Tag? Ist immer unterschiedlich. Anfang der Woche hast du, wenn du nur ein Spiel in der Woche hast, längere Trainingseinheiten. Da trainierst du auch zweimal am Tag. Lass sagen, Montag zwei. Dienstag zwei, und dann hast du Mittwoch einen so einen ruhigeren Tag, Donnerstag wieder intensiver, Freitag dann ein Training, Samstag Spiel. Genau. In der Regel ist dann immer so ein Training, das Morgenstraining, geht so an die 2 Stunden, Teamtraining dann auch so 2 Stunden, planst aber noch Zeit davor und danach noch ein. Also kommst du so auf deine 3 Stunden. Sehr zeitintensiver, auf jeden Fall. Ist ja auch ein Bekannter. Ja. Hat man als Sportler bessere Chancen bei Frauen? Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Pauschalisieren, ja, ne? Ja, okay. Genau. Ich glaube, das wollten die Fans so jetzt nicht hören, aber ja, ich lasse es mal durchgehen und lass es mal so stehen. Auf was an deinem Körper bist du am meisten stolz? Ja, ganz klar auf die Glatze. Super Antwort. Ja. Danke, Mo. Bitte.